Hallo, ich bin's wieder. Herzlich willkommen heute zu einem Training unseres Körpers und unseres Gehirns. Wir trainieren unsere Koordination, wir machen Bewegungen, die, wenn sie nicht funktionieren, dann unser Gehirn trainieren, unsere beiden Gehirnhälften, die ja die Informationen an die Muskulatur weiterleiten und was wir tun sollen, eigentlich ansagt. Wenn es nicht ganz funktioniert, dann sind diese Verbindungen von Nervenzelle zu Nervenzelle noch nicht ganz ausgebaut. Dann ist es wirklich auch ein Training, wenn es schon sehr gut funktioniert und du das Gefühl hast, du kannst es schon ohne Fehler, dann kannst du eigentlich schon wieder einen Schwierigkeitsgrad darauf satteln. Also, wenn es nicht funktioniert, freu dich, dann bilden wir neue Vernetzungen zwischen den Gehirnzellen. Wenn es funktioniert, dann mach ruhig die schwierigere Variante. Also viel Spaß. Wir fangen zuerst mal ganz locker an. Also du darfst erstmal aufrecht stehen und deine Arme rechts, links neben dir hin und her schwingen. Jawohl. Rechter Arm vor, linker Arm zurück. Nimm deinen Schultergürtel in die Bewegung mit. Lass dein Becken ganz stabil in der Mitte. Und dann versuchst du jetzt oben einmal die Hand zu wechseln und in die andere Richtung zu schwingen. Also ein paar Mal hin, her und beim nächsten Mal nochmal oben wechseln. Genau. Und nochmal wechseln. Eins, zwei, drei, vier und wechseln. Eins, zwei, drei, vier und wechseln. Klappt's? Wenn es nicht klappt, freu dich, dann ist es Übung. Dann weißt du, dass du noch üben kannst. Ein Trick ist, wenn du oben bist, deine Hand mit dem Blick zu verfolgen. Das heißt, du gehst nach oben, verfolgst die Hand, bis sie hinten wieder nach unten fällt. Nochmal die andere Hand, verfolgst deine Hand, bis sie sie wieder fallen lässt. Also einfach probieren und üben. Eine nächste Übung. Beide Hände sind an der Seite, die Schultern tief ziehen. Jetzt schließt du deine Hände vorne an der Brust, nimmst deine Unterarme in die Senkrechte, streckst deine Arme nach oben und wieder zur Seite. Nochmal beugen, hier nach oben und zur Seite. Gleich nochmal. Du kannst die Übung natürlich genauso gut erstmal auch im Sitzen ausprobieren. Beugen und mach das Ganze ruhig richtig langsam, bis du das Gefühl hast, dass du es gut beherrschst. Wenn du dich jetzt freuen kannst, weil es funktioniert, dann wird Dopamin ausgeschüttet, Glückshormone. Also es ist schön, wenn du es kannst. Wenn du es kannst, dann versuch das Ganze jetzt mal rückwärts. Nimm einen Schwierigkeitsgrad dazu, beug deine Arme, Seite und wieder hoch. Beugen, Seite. Und? Klappt? Ist schon schwieriger jetzt wahrscheinlich. Oder? Noch einmal. Und mal stopp. Nimm deine Arme nochmal beide zur Seite. Mach das Ganze nochmal vorwärts. Präg dir nochmal die Positionen ein. Denn jetzt beginnt eine Seite früher wie die andere. Das heißt, du beginnst mit einer Seite und die andere Seite zieht nach. Nochmal. Alle Bewegungen wirklich eins versetzt. Seit, ran, hoch, seit. Und jetzt wird es schwerer, hoffe ich. Wenn es nicht funktioniert, immer wieder freuen. Und wenn die eine Seite ganz gut funktioniert, stopp, dann beginnst du natürlich mit der anderen Seite. Und dann wirst du merken, eine Seite fällt einem wirklich leicht. Also mir geht das auch so. Ich muss mich da schon etwas mehr konzentrieren jetzt. Bei der einen Seite fällt es mir definitiv leichter. Wenn man dann aber so ein paar Wiederholungen gemacht hat, dann wird's, oder? Nochmal. Ran, Seite, hoch. Aber wie gesagt, wenn es nicht klappt, dann ist es Training. Letztes Mal noch. Und dann entspannst du nochmal, löst nochmal. Jetzt könnten wir natürlich auch noch anfangen,
Das Ganze eine Seite, also rückwärts nochmal schauen, nach oben, nach vorne, Seite hoch, nach oben, nach vorne, Seite hoch. Also eine Seite anfangen, nach oben und dann umgekehrt jetzt zur Seite und wieder hoch und umgekehrt. Ja, jetzt einfach rückwärts, nur nicht gleichzeitig, sondern versetzt. Und mal stopp. Und dann die andere Seite. Also eine Seite beginnt, die andere Seite kommt nach. Hoch. So, und da muss ich jetzt auch schon überlegen. Wenn man es nicht so oft macht, dann merkt man wirklich, dass es schwieriger wird. Du wirst merken, wenn du die Übung öfters machst, dann wird es auch leichter. Und genug zum Üben? Gut. Und dann kannst du natürlich noch schneller werden. Jetzt machen wir das Ganze nochmal gleichzeitig und vorwärts und du versuchst mal, einen Schritt nach rechts und links erstmal zu machen. Ganz einfach. Das klappt. Ich hoffe. Und jetzt zwei Schritte nach rechts. Also einfach zweimal nach rechts. Eins und zwei. Und nach links. Zweimal. So, das Ganze geht weiter. Und jetzt versuchst du, deine Arme dazu zu nehmen. Also, fang nochmal an. Wir fangen hier außen an. Das heißt, du gehst 1, 2, 3 und seit. 1, 2, 3 und seit. Jawohl. Wenn wir jetzt Arme und Beine verknüpfen, wirst du merken, es wird noch etwas schwieriger. Und wir trainieren nicht nur unseren Geist, sondern wir trainieren natürlich auch den Körper. Klappt? So, und du weißt, wenn es gut klappt, sollten wir uns herausfordern und machen das Ganze rückwärts. Und dann kannst du wieder all die Sachen, die wir vorher so gemacht haben, mit versetzt, vorwärts, rückwärts, auch nochmal mit zwei Seitschritten machen. Also zum Beispiel beginnt eine Seite hoch. Und nochmal, nochmal Beginn, also vorwärts. Und eine Seite beginnt, die andere macht nach. Also 1, 2, 3, 4, 5. Also du merkst schon, das fällt mir auch nicht ganz leicht. Und Fehler dürfen passieren. Wenn wir Fehler machen, trainieren wir. So, und wenn jetzt dein Kopf raucht, dann ist es gut so. Dann mach ruhig mal eine Pause. Locker dich nochmal aus. Und ich hoffe, du hast genug Ideen, wie du dich etwas herausfordern kannst. Du musst es also nicht im Stehen machen, sondern kannst es natürlich auch erstmal im Sitzen anfangen, bis deine Arme beherrscht und dann nimmst du eine Beinbewegung dazu. Also ganz viel Spaß beim Üben. Und wenn du Lust hast, schau mal oben bei dem Infopunkt. Da gibt es nämlich noch ein Video, wo ich Brain Gym trainiere, also wo ich dein Gehirn fordere, auch mit Fingerspielen, die du dann mal ausprobieren kannst. Vielleicht kennst du das Video schon. Wenn nicht, dann schau mal. Wenn du noch mehr darüber wissen möchtest, schau einfach mal bei Mehranzeigen. Vielleicht teilst du auch das Video, dass möglichst viele Menschen ihr Gehirn auch noch mit trainieren können. Also ich freue mich bis zum nächsten Workout.